Hey Leute, ich bin's Fritz und es wird wieder Zeit für ein neues Abenteuer. Ich befinde mich aktuell auf Madeira in Porto da Cruz. Sorry schon mal für die Aussprache aller Fremdwörter hier in diesem Video. Und ich werde jetzt einen jahrhundertealten Küstenweg laufen, heute auch draußen übernachten. Ich habe viel mit dabei, was ich euch noch später alles noch zeigen werde. Und ich würde sagen, wer Bock auf ein Abenteuer hat, ist herzlich eingeladen. In diesem Sinne, let's go! Sieht aus wie ein Lost Place, Freunde. Guckt euch das an. Hier nur noch Ruinen, alter Schornstein. Und hier einfach das tosende Meer. Geil. Das große Thema Vorbildfunktion. Sollte man reisen in diesen Zeiten und so weiter? Will ich in diesem Video gar nicht diskutieren. Ich weiß, dass da die Meinungen sehr weit auseinander gehen. Ich schreibe euch mal unten in die Videobeschreibung bzw. als angepinnten Kommentar ein bisschen meine Meinung dazu. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Aber in diesem Video würde ich sagen, hat das mal nichts zu tun. Denn wir wollen das Abenteuer genießen. So, das erste kleine Hindernis wartet auf mich. Ein Fluss, der gequert werden muss. Und ihr wisst es, ich habe immer so ein Talent dafür, ins Wasser zu treten. So, hier ist kurz Schatten. Und ich navigiere übrigens auf dieser Tour nicht mit dem GPS oder sowas, sondern einfach mal klassisch per Karte bzw. Wanderführer. Das ist der komplette westliche Teil. Hier bin ich aktuell nicht. Aber, Freunde, in den nächsten Wochen werden wir auch hier noch einige Touren machen. Sondern ich bin aktuell im östlichen Teil. Hier unten als kleine Orientierung ist Funchal die Hauptstadt. Hier wohnt, glaube ich, auch Unge und die ganzen Streamer und so weiter. Hier habe ich auch aktuell für den ersten Teil meine Unterkunft. Und wir befinden uns hier. Und hier seht ihr schon, führt ein roter Weg entlang der Küste. Hier sind viele Höhenlinien, das heißt, es ist sehr, sehr steil. Und hier werde ich wahrscheinlich irgendwo übernachten. Ersten Höhenmeter sind geschafft, aber das war erst der Anfang. Unglaublich. Diese Landschaft hier auf der Insel, einfach nur geil. Mein Körper ist noch voll im Wintermodus. Mir ist so heiß. Es ist alles klitschnass. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Rücken sieht. Ich öle wie eine Sardine in einer Blechbüchse. Kurz durchatmen. Ich habe die letzten 30, 40 Minuten gut Höhenmeter gemacht. Bin hier, ja, diese alte Straße entlang gelaufen. Hier hat man nochmal einen schönen Blick ins Tal. Dort oben übrigens Schnee auf den Bergen. Ich habe auch einen vollen Rucksack mit dabei. Viel zu viel unnötigen Kram, weil ich ein paar Sachen ausprobieren will. Und natürlich auch ein bisschen Gewicht, damit wir hier auch ein bisschen Training am Start haben. Ich glaube so 16, 17 Kilo für den Sommer ist das doch schon recht viel, finde ich. Wir werfen nachher natürlich auch einen Blick hier hinten rein. Aus der Straße wurde so ein Feldweg. Und das muss ich einfach mit euch teilen. Und hier sieht man schon so ein bisschen den Weg kreuzen. Und zwar bevor es auf Madeira irgendwelche Tunnel, Schnellstraßen, Brücken und so weiter gab, war das hier eine Hauptverbindungsroute, natürlich nur zu Fuß, ja, die jahrhundertelang genutzt wurde, um von einem Ort in den nächsten zu kommen. Auf diesem Weg wurde Wein transportiert. Und zwar natürlich nicht in irgendwelchen Flaschen, wie wir es jetzt machen, sondern in Schläuchen aus Ziegenhaut. Freunde, ihr wisst es, ja, auch ein bisschen Bildungsauftrag erfüllen. Es gibt immer wieder so kleine Bäche, die oben von den Gipfeln kommen und dann das Wasser zurück zum Meer leiten. Das ist natürlich eine ganz coole Sache, weil da kann man sich schön das Wasser wieder auffüllen. Vielleicht könnte man es sogar auch ungefiltert trinken, aber safety first. Ah, frisches Bergwasser. Geil, einfach nur herrlich. Von da drüben, aus diesem Kessel, sind wir quasi gestartet. Und hier rechts, diese Zacke, die ihr seht, das ist dieser Adlerfelsen. Generell sollte man natürlich auf so einem Weg recht trittsicher sein, ne, weil es immer schon steil abgeht. Aber ich glaube, das hier ist erst der Vorgeschmack. Es wird noch ein bisschen knackiger, Freunde. Holy shit. Geil, hier wird jetzt nochmal richtig schroff. Ich weiß, ihr liebt die wunderschönen Schei-Aufnahmen mit dem Selfie-Stick. Ihr habt das ja. Der normale Wanderer folgt vielleicht diesem Track. Aber, Freunde, ich habe eine kleine geheime Information mir erhascht, nenne ich sie. Und zwar hier rechts sind Stufen drin. Seht ihr das? Hier, hier und hier. Die sind künstlich in den Fels geschlagen. Und anscheinend kommt man hier irgendwie hoch
auf vielleicht einen kleinen Gipfel. Und ihr kennt mich, das müssen wir natürlich ausprobieren. Freunde, jetzt geht's doch los hier mit dem Abenteuer. Natürlich sollte man da auf jeden Fall schwindelfrei für sein. Und wissen, was man hier macht. Ein gewisses Restrisiko bleibt hier immer. Also passt gut auf und überlegt euch, wo eure Grenzen sind. Das ist ein geiler Wildnis-Track jetzt hier. Man sieht, hier ist auf jeden Fall schon so ein kleiner Pfad und eine Spur. Aber das ist halt richtig wild. Habe ich bisher auch in keinem Reiseführer oder so gesehen, keinem Wanderführer. Puh. Fett, ey. Eukalyptusbäume hier. Wir sind gerade mitten auf so einem Kamm. Oh. Freunde, das ist Freiheit. Wenn du hier abrutscht, ist aber sowas von Feierabend. So, hier gibt es nochmal einen kleinen Abzweig zu einem wahrscheinlich sehr, sehr spannenden Aussichtspunkt. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, das muss ich an der Stelle nicht riskieren. Ja, ist sicherlich machbar, aber trotzdem ein falscher Tritt und man säbelt ab. Wie gesagt, für den geübten Bergsteiger sicherlich eine Sache, die kein Problem ist. Aber ich will es an der Stelle einfach nicht riskieren. Bisschen Vernunft habe ich dann auch noch. Ich bin jetzt schon seit gut anderthalb Stunden unterwegs und kraxel hier hoch, aber irgendwie auch geil. Safe. Das geht weiter bis dahinter, da hinten hoch, bis nach ganz oben. Ich sag's euch. Oh, was habe ich mir hier eingebrockt? Bisschen Nüsse und einfach mal eine kleine Stulle. Selbst gemacht. Eine schöne Bämme hier. Wichtig, das Brot muss daumendick sein und auch der Belag. Ich irre jetzt hier seit geraumer Zeit durch diesen verschlungenen kleinen Wald, könnte man es fast nennen. Aber man wächst ja an seinen Herausforderungen, Freunde. Ich stehe jetzt genau auf dem Gipfel, den ich jetzt letztes von da unten gesehen habe. Aber wie es immer so schön ist, wartet hinter dem Gipfel der nächste Gipfel. Hier war die Biegung und kurz danach bin ich hier irgendwie hoch. Ich vermute mal auf diesem Kamm hier. Vor mir liegt eventuell der Pico da Corona. Eins ist schon mal Fakt, der Weg, auf dem ich bin, ist hier drauf nicht verzeichnet. Ist es ein gutes Zeichen? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich kam jetzt hier gerade aus der Stelle raus, allerdings fühlt hier irgendwie auch ein Pfad lang. Jetzt habe ich mir einen Stock hingelegt, dass wenn ich auf dem Rückweg hier lang komme, nicht vergesse, dass ich hier reinbiege. Weil das wäre Worst Case, wenn ich mir natürlich jetzt verlaufe und irgendwie hier da drin lande. Oh mein Gott, komm. Ich glaube, ich bin oben. Freunde, ich glaube, ich bin oben. Oder? Puh. Scheiße. Alter. Puh. Holy shit. Fuck, wo bin ich? Hier ist ein Stein. TC204. Alter, ich muss hier irgendwo eine Drohne hochjagen. The home point has been updated. Please check it on the map. So. Take off.
Hier sind wir lang. Ach du Scheiße. Ich bin in den Wolken. Ich sehe halt nichts. Ah, da hängt komplett die Suppe. Ich bin hier irgendwo drin, Alter. Okay, hier geht links der Küstenpfad weiter. Und da will ich natürlich noch lang wandern, Freunde. Also ich versuche die Drohne zu landen und vielleicht können wir unten an der Küste nochmal direkt fliegen. Ich sehe sie nicht. Holy moly. In den Wolken hing ich drin, deswegen bin ich auch mit der Drohne nicht klargekommen. Aber hier drüben... Ah! Ist das episch, Freunde. Freunde, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir müssen das auf die Kamera kriegen, wie das eigentlich aussieht. Damit auch ich mal ein Gefühl dafür kriege, wo ich eigentlich lang bin. Blackhawk fertig machen zum Start. Remove before fly. Oh yes, es hat geklappt, okay. Hier bin ich und jetzt würde ich sagen, fliegen wir mal los und gucken uns das ganze Spektakel hier an. Holy shit. Holy shit. Das ist völlig krank. Scheiße, Alter. Guck mal, wo ich da lang bin. Diesen Kamm, den ihr seht, den bin ich lang, Alter. Und von da drüben bin ich gestartet. Was für Aufnahmen. Da hänge ich mittendrin im Gestrüpp. Moin, hier bin ich. Geil, Alter. So, der Akku piept schon. Blackhawk down, Blackhawk down. Oh, komm. Freunde, es hat geklappt. Okay, jetzt müssen wir wieder heile runterkommen. Wir haben nämlich noch ein bisschen was vor uns. So, fast geschafft. Da unten müsste, glaube ich, wieder der Weg sein. Ich bin zurück auf dem normalen Weg. Holy shit. Dieser kleine Abstecher hat mich gerade 4,5 Stunden gekostet. Obwohl gekostet das falsche Weg ist. Das falsche Weg. Das falsche Wort. Geil, hat sich gelohnt. Und jetzt greifen wir nochmal an. Knüppeln komplett die Küste lang. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und machen uns endlich auf die Suche nach dem Schlafplatz. Ich habe Hunger, ich habe Durst. Ah, aber es hat sich gelohnt. Nach 4 Stunden Rumgekraxel, es ist so geil, einfach wieder einen glatten Weg zu gehen. So, nochmal gut Strecke gemacht, die letzten Minuten. Herrlich. Einmal komplett da durchgeschlängelt. Ich bin jetzt genau an der Stelle, wo die Abbiegung kommt und es quasi wieder ins Landesinnere geht, weg vom Ozean. Der Platz hier wird's. Na, hier ist so ein kleiner Pfad, der hier hochkommt, aber im Endeffekt ist hier irgendwie eine Sackgasse, hier geht's nicht wirklich weiter. Und der Riesenvorteil ist, ich bin ein bisschen windgeschützt. Hier ist sogar schon ein bisschen altes Totholz. Schon schön trocken hier, perfekt. 15 Minuten später und es ist plötzlich stockduster. Ich habe hier unten jetzt schon ein bisschen Feuerholz vorbereitet für die Buschbox und schaut mal, wer hier ist. Freunde, Twitch Livestream wieder am Start hier.
Ich habe jetzt ein großes Survival-Messer mitgenommen, um natürlich auch ein bisschen zu betonen. Habe deswegen auf eine Axt verzichtet. Und damit werde ich jetzt ein bisschen das Ganze hier aufspalten einmal. Das sind hier übrigens so Wattepads, die in Wachs getränkt sind. Ja, nutze ich gerne als Zunder. Keep it simple. Einfach ein paar Tortellinis aufgekocht. Bisschen durchgemanscht, das Nudelwasser ist noch mit drin, da ist nichts abgegossen, bisschen Pesto reingerührt. Ich lasse mir gut gehen und vor allem schmecken. Mhm. Perfekt. Ich habe noch meinen Tarp aufgespannt. Hier unten runter ist mein kleines Lager. Hier drüben habe ich mein Foodbag hingehangen. Ja, einfach ein bisschen weiter weg vom Lager. Ich bin eingemummelt. Mir ist jetzt schon zu warm. Ich glaube, ich werde ihn nur als Decke nehmen. Wir haben aktuell, schätze ich, so um die 13 Grad, aber hier ist gar kein Wind. Ja, hier drüben liegt mein Zeug, mein Messer gleich daneben. Ja, man weiß ja nie. Und dann würde ich sagen, gute Nacht. Guten Morgen, Freunde. Die Unterseite vom Tarp ist klitschnass wegen dem Tau. So, jetzt erstmal raus hier. Gut, Sonnenaufgang ist rechts um die Ecke. Hier ist übrigens meine Konstruktion. Ne? Tarp ist sehr, sehr flach abgespannt gewesen, nochmal bei Helligkeit. Ich habe das Paracord teilweise hier unten um Stein rum gemacht, auch hier ne, so um den Felsen drumherum zum Abspannen. Das hat ganz gut funktioniert. Allerdings habe ich einen großen Fehler gemacht und ihr wisst es, Freunde, aus Fehlern lernt man. Ich habe das Ganze viel zu flach aufgebaut. Das Tarp ist von außen klitschnass, das Tarp ist von innen klitschnass durch den Morgentau, die Luftfeuchtigkeit. Auch hier oben sieht man es nochmal schön. Und die Innenseite ist ebenfalls klitschnass. Ich bin jetzt gerade beim Abbau und habe die Chance genutzt, um euch mal kurz mein Loadout in einem Schnelldurchlauf zu zeigen. Schlafsetup ist eine Isomatte in einem Biwaksack mit einem leichten Sommerdown-Schlafsack. Dazu hatte ich jetzt sogar noch einen Tarp mit dabei, weil ich ein bisschen basteln wollte. Hier das restliche Paracord, dann hier meine Buschbox mit Zunder und einem Feuerstahl. Großes Messer statt einer Axt, Säge, Feldflasche, Wasserfilter, hier mein kleines Hygienekit. Kopflampe, Taschenlampe, hinten meine Karte zur Navigation. Kleines Erste-Hilfe-Set, Sonnencreme und hier ein bisschen Kameratechnik. Hier ist die Drohne drin, Akkubanks, Ladegeräte und so weiter. Ein bisschen Backup-Kleidung, weil ich es nicht ganz einschätzen konnte. Eine kleine Regenjacke, nochmal Socken und ein Funktionsshirt. Ja, ich wollte eigentlich ja noch Baked Beans mit Eiern machen, habe allerdings nicht mehr genug Wasser. Das heißt, ich werde mir einfach ein bisschen Nüsse und Früchte und ein paar Kekse reinziehen zum Frühstück. Und gestern gab es ja Tortellini mit Pesto. Titan Spork und auch hier nochmal einen Feldbecher. Das Ganze ist dann in dem 38 Liter Rucksack hier drin. Das war jetzt das Loadout im Schnelldurchgang. Unten in der Videobeschreibung findet ihr nochmal den Link zu meiner Ausrüstungsliste. Da gucke ich auch nochmal, dass alles up to date ist und ich alles reinpacke, was ihr hier gesehen habt, was im Speziellen das jetzt genau ist. Tarp habe ich jetzt außen dran gemacht. Ja, durch das Meshgewebe von der Hülle kann das Ganze ein bisschen entlüften, während ich laufe. Let's go auf die letzten Kilometer. So, es geht jetzt hier abwärts durch so ein Tal durch. Und ich hoffe, dass ich da auf jeden Fall meinen Wasservorrat wieder auffüllen kann. Denn ich habe, glaube ich, noch genau 50 Milliliter oder so. Also ich glaube, meine nächste Tour werde ich auf jeden Fall mit Hängematte machen. Weil Bäume findet man irgendwie immer mal wieder, auch an schrägen Hängen oder sonst was. Aber eine gerade Fläche zu finden ist gar nicht so einfach. Zivilisation, die ersten kleinen Blechhütten kommen wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann Daumen nach oben, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und natürlich schreibt in die Kommentare, was ihr Schönes noch von Madeira sehen wollt. In diesem Sinne würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.